Mit dem Startschuss ging der Lauf in die Tropen in die sechste Runde. Der SC Tegeler Forst lud am vergangenen Sonntag herzlich zum Laufen ein. Ich bin heute hier, weil ich Spaß am Laufen habe. Weil ich nachher nochmal ins Tropical Island möchte. Weil ich schon immer laufe. Hatte mich ursprünglich für den Halbmarathon angemeldet. Das ist jetzt 20 Kilometer geworden. Und wollte das als Training für nächstes Jahr für den Marathon benutzen. Hier kam jeder auf seine Kosten. Den Start machten die ganz Kleinen. Sie durften in einem 400- und 800-Meter-Lauf zeigen, wie schnell sie sein können. Die Freude, es ins Ziel geschafft zu haben, konnte nicht übersehen werden. Eltern feuerten ihre Kleinen, so gut es ging, an. Auch bei den Größeren ging es rund, ob Läufer oder Walker, für jeden war etwas mit dabei. Dieses Jahr gab es aus Sicherheitsgründen kleine Änderungen des Streckenverlaufs, dennoch konnte man hier entweder 15, 15 oder 20 Kilometer hinter sich bringen. Auch gab es eine 20 Kilometer Staffel. Also, volles Programm wieder einmal beim SC Tegeler Forst. Ich fand die Runde besser als im letzten Jahr, weil man sich mit den Autos in die Quere kam. Und ja, eine abwechslungsreiche Strecke, die großen Freiflächen und dann halt diese schmaleren Strecken und eine schnelle Strecke. Hat mir richtig gut gefallen. Ich war letztes Jahr mit meiner Tochter schon hier und das hat mich voll überzeugt, toll organisiert. Und die Strecken, die du hier läufst, die bieten dir so viel Breite. Du hast die Möglichkeit, ganz schnell dein eigenes Tempo zu laufen. Und deswegen ist es total schön, hier zu laufen. Am Ende des erfolgreichen Laufes ging es dann für alle gemeinsam ins Tropical Island zum Erholen. Das haben sich wohl auch alle verdient. Ebenso wurden im Badeparadies die Sieger der jeweiligen Läufe geehrt. Wir sind insgesamt mit der Organisation der Durchführung des Laufes sehr zufrieden, auch wenn wir am Anfang des Jahres viele Schwierigkeiten hatten und nicht wussten, ob wir den Lauf überhaupt durchführen können. Von daher sind wir am Ende sehr zufrieden. Also die Organisation fand ich in diesem Jahr sehr gut. Die Startnummernausgabe, das ging alles schnell. Unsere Tochter, die hat sich noch umgemeldet auf eine kürzere Strecke, das ging auch alles völlig komplikationslos. Und ja, mit den Umkleiden, das hat auch perfekt gepasst. Schön, sehr schön. Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen und ich denke auch, dass ich mich hier auch wieder anmelde. Ich mache auf jeden Fall Werbung. Wenn das mal keine positive Resonanz ist, der SC Tegeler Forst freut sich immer wieder auf neue Gesichter und vielleicht bist auch du das nächste Mal mit dabei.